Das Center for Method Development, kurz CMD, ist eine ausgelagerte Forschungseinrichtung der Otto von Guericke Universität in der Steinfeldstraße im Barleber Industriegebiet. Am Montag sollte hier nach 12-monatiger Bauzeit die offizielle Eröffnung stattfinden, damit künftig an nachhaltigen Antriebstechnologien geforscht werden kann. Vertreter der Wirtschaft, Wissenschaft und der Presse waren gekommen, um diesem Moment beizuwohnen, natürlich entsprechend zelebriert. In 3, 2, 1. It's the final countdown. Das hinterm Rednerpult wäre einer von 9 modernen Prüfständen, die von rund 50 Forschenden der Uni und weiteren Partnern genutzt werden. Batterien, Inverter, Motoren, sie alle können auf ihren respektablen Prüfständen ans Limit gebracht oder unter Normalbedingungen gefahren werden. Das Besondere, die Vernetzung der einzelnen Räume. Wenn wir hier die unterschiedlichen Prüfstände, Batterieprüfstand, dort ist die Batterie, die Elektromaschine ist am P5, so nennen wir unsere Prüfstände, ist unser Elektromotorenprüfstand und meinetwegen sogar die Brennstoffzelle hier oder wir können ein Fahrzeug hybridisieren, ohne dass es zusammen ist. Wir können die Verbrennungskraftmaschine einer Batterie mit Elektromotor hinzufügen und das so vernetzen. Wir schicken die Daten, die erzeugt werden an jedem Prüfstand, zu jedem anderen Prüfstand und können mit den Daten dort irgendwas machen. Wir können sie dazwischen manipulieren. Und so weiter. Das ist das, was entstanden ist und was hier geht. Vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst. In diesem Raum steht ein Fahrzeug auf dem Prüfstand. Die Räder sind jeweils über eine Welle mit einem externen Motor verbunden. Entweder drehen sich diese Motoren gegen die Automotoren, um ein Fahren zu simulieren, sie drehen sich mit, um ein Herabrollen vom Berg nachzuahmen, oder sie täuschen Eis auf der Straße oder Schotter vor, um Sicherheitssysteme zu testen. So könnte man dem Elektroauto vorgaukeln, es rollt einen Berg hinab und mittels der Rekuperation wird der Akku im Fahrzeug geladen. Wie schnell und unter welchen Kennzahlen das passiert, wird aufgezeichnet. Ein paar Räume weiter könnte man dann auf einem anderen Prüfstand einen Akku entsprechend B- oder entladen und auch hier messen, wie sich dieser verhält. Parameter können hierbei angepasst werden, um die Auswirkungen zu testen. Zum Beispiel, genau, wenn das was passiert, wenn der Akku wärmer wird, wie wenn er belastet wird, er wird dort am Prüfstand belastet, hier macht die E-Maschine, ich kann ihm bestimmte Zyklen hinzufügen oder Auslegung alleine, wie muss ich ihn auslegen, damit ich den Kunden am Ende wirklich die Kilometer verspreche in einer frühen Phase, wo ich nicht erst, wenn das Fahrzeug auf der Straße ist, sagen kann, okay, das fährt ja gar keine 400 Kilometer, sondern das schon früh auszulegen. Denn die Größe der Batterie beeinflusst den Karosseriebau und den Wirkungsgrad des Autos. Denn je größer der Akku, umso mehr Energie wird für den Transport von eben diesem benötigt. Bisher war in diesem Beitrag meist die Rede von Elektromobilität durch Akkus. Das ist auch ein großer Teil der Forschung, aber nicht alles. Denn ob hier ein Diesel, Elektromotor oder eine Brennstoffzelle untersucht wird, das wäre alles möglich. Dafür gibt es auch die entsprechende B- und Entlüftung, aber auch die entsprechende elektrische Anbindung und sehr viele Kabel unter der Decke. Es kommt vom Antriebsstrangprüfstand, wo wir das komplette Fahrzeug testen oder noch nicht fertige Fahrzeuge, die noch nicht auf der Straße fahren können, bis zu den einzelnen Komponenten, Brennstoffzelle, Elektromotor oder eben Inverter, die Elektromotoren zum Drehen bringen. Diese einzelnen Komponenten können wir testen. Aber der Hauptpunkt für das Methodenentwicklungszentrum, was entstanden ist, ist tatsächlich die Entwicklung von Methoden. Das heißt, früher in den Start of Production zu kommen, früher Fahrzeuge an den Markt zu bringen, um uns da besser zu positionieren und eben das Fahrzeug zu vernetzen mit einzelnen Komponenten, die es noch nicht gibt, können wir in Software hinzubringen oder eben in Hardware, wo die Sachen schon da sind, kommen auf den Prüfstand. Am Ende können wir über das Prüffeld ein Fahrzeug zusammenbauen, obwohl es in einzelnen Teilen nur an einzelnen Prüfständen verbaut ist. Die Informatik macht es also möglich, virtuell ein Auto zusammenzubauen, welches reell auf mehrere Räume verteilt ist. Zuletzt könnte man noch diesen Raum nennen. Hier können Elektromotoren getestet werden. Der Raum ist schall- und klimaisoliert. So kann man auch sehen, wie der Antrieb unter verschiedenen Temperaturen arbeitet. Auf der Rückseite gibt es dann wieder die Motoren, die die Last erzeugen, einmal für Geschwindigkeit und einmal für Drehmoment ausgelegt. All dies ist seit dem Grundstein im Jahr 2022 entstanden. Für 43 Millionen Euro. Das Land hat 14 Millionen von diesen Euro dazugegeben.